Nochmal eine schnelle Runde Spellcats, ab geht's. Diesmal mit der Vollversion. Okay, gehen wir für Feuer direkt. Oh, die Bogenkatze haben wir neu. Chamjawa ist auch neu. Verbündeter besiegt, erhalte plus 2 RTK. Okay, wir gehen mal auf Feuer. Der hat ganz rechts Schaden zu. Okay, das jetzt, eigentlich müsste die nach links. Ja, gehen wir in den Kampf. Easy. Kleine Kerze. Feuer-ATK plus 2. Perfekt. Oh, sie haben es jetzt gefixt. Jetzt kann man drüber hovern. Perfekt. So, Wiedergeburt. Flamelion. Lebe diese Karte mit 1 LP wieder, wenn sie stirbt. Oh, geil. Sehr gute Kombo mit dem hier. Kannst du den bitte hier aufziehen? Dankeschön. Flammschnur nehmen wir dann auch nochmal mit. Ey, komm. Richtig, doppelklicken. Das klappt hier nicht so gut mit dem Ziehen. Und warum ist... Ich glaube, weil mein Controller noch eingesteckt ist. Nee. Ah, jetzt bleibt diese Maus da oder was? Flamelion nehmen wir nochmal. Machen wir nach ganz links die beiden. Den nach ganz rechts. Wie der Katze ganz rechts Schaden zu. Ja, dann ist das eigentlich eine geile Kombo. Die kriegt Schaden. Ach so, die gibt nicht meine einen Damage mehr, sondern die macht Schaden oben bei den Gegnern. Ah, jetzt okay, check, check. So, zweimal Wiedergeburt und Kampf. Ab geht's. So, perfekt. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Nochmal Flammenschnur oder Charmiau. Ah, wir holen uns nochmal Charmiau. Ah, Flammenschnur hätten wir kaufen sollen für... Ach, Mist. Hätten wir direkt fusionieren können, ey. Egal. Den schaffen wir auch noch. Oh, Level up. Jetzt kriegen wir auch schon bessere Karten. Einem zufälligen Gegner schon keinen einen Schaden zu. Neko Burst, ne? Die brauchen wir gerade nicht. Flamelion wollen wir nämlich fusionieren. Charmiau wollen wir fusionieren. Und dann holen wir uns Neko Burst. Neko Burst als allererstes, weil die dann eher einen Schaden verteilt. Warum hat der 13 Damage? Holy shit. Okay, let's go. Spikes Build. Gar kein Problem. Vulkaneon. Konstanter Effekt gibt deiner Katze plus X Angriff und Y Lebenspunkte, wenn die Katze verschwindet. Verschwindet der Effekt mit ihr. Also alle profitieren davon, aber die darf halt nicht sterben. Das heißt, die muss als letztes. Aber es gibt auch Builds, die greifen für den Rechten an. Deswegen eigentlich wäre es so gut. Und Neko Burst. Hier wir noch eine Flammenschnur. Ah, nochmal Vulkaneon. Bleiben wir erstmal. Wir müssen einen Slot freilassen für potenzielles Fusionieren. Waren keine Gegner. Woran bin ich gestorben? Was? Warte, press 11 to submit Feedback. Submit Rero Neko Burst schon wieder. Ich brauche eine Flammenschnur, weil die kommt später nicht mehr. Neko Burst. Das ist doch lächerlich. Gib mir doch. So, vorspulen. Stufe 3 haben wir jetzt schon. Ich krieg die ganze Zeit Neko Burst, ne? Infernitten. Füge dem Gegner ganz links 5 Schaden zu. Ja, komm, den holen wir uns. Das ist dann schon mal einer raus komplett. Ah, ne, gar nicht ganz. Okay, das ist so ein Beschwörer-Deck, glaube ich. Ah, der pusht sich da hoch. Okay, aber die machen das schon. Das könnte jetzt Probleme machen. Jetzt hab ich da eine Karte gehabt, die schon weg war, aber Damage macht. Okay. Komm, Boost die Katze. Lass mich kochen. Er hat plus 2 ATK. Macht etwas am Ende einer Kampfrunde. Ich würde Neko Burst verkaufen, glaube ich. Weg damit. Komm, Boost die Katze. Dann rollen wir nochmal. Rollen nochmal. Da ist die Flammenschnur. Scheiße. Ah, was verkaufen wir? Doch, Vulkaneon. Weg, Flammenschnur kaufen. Dann rollen wir noch einmal. Roll nochmal. Ja, das war's. Scheiße. Let's go. Wenn er einmal beschwört. Okay, perfekt. Okay, ein neues Relikt. Wenn eine Karte ein Schild erhält, das ist eher so für Wasser- oder Eis-Deck. Elektrische ATK. Wasser, elektrische ATK. Ja, da machen wir, wenn eine Karte ein Schild erhält. Das ist das Erste, was zutreffen könnte. Da haben wir ein neues Vulkaneon. Und noch ein Vulkaneon. Vorspulen, oh, das schwört hier. Die pushen sich natürlich, aber die haben halt nicht genug Leben. Nein, weil er welche rausbeschworen hat. Okay, Vulkaneon.
Wollen wir jetzt irgendjemanden löschen? Ich glaube Flammeschnur, oder? Ah, Flammeschnur weg. Vulkaneon kaufen. Pushen wir Infaniten. Ja, den holen wir uns jetzt kurz, weil ich einfach dann das Brett voll habe und mehr Chance habe, Damage auszuteilen. Was war das denn für ein Boss? Der hat ja gar nichts gemacht. Ich habe ja nicht mal gesehen, was der gespielt hat. So, erste Stage geschafft. Da ist Necroburst schon wieder, ey, Junge. Necroburst. Immer das, was ich nicht brauche, ne? Da, Infaniten. Necroburst verkaufen. Obwohl Necroburst eigentlich ganz gut ist. Alles ganz gut, was ich habe. Ja, Necroburst muss weg. Ansonsten Infaniten. Fusion. Und jetzt haben wir aber nicht mehr genug für zwei weitere Karten. Deswegen kommen die jetzt hier weg. Perfekt. Und neues Relikt. Deine Beschwörungseffekte werden zweimal ausgelöst. Erzkarten erhalten zu Beginn des Kampfes plus 2 LP. Alle 5 Todes spawne eine Elektrokatze. Ja, dann Beschwörungseffekte werden zweimal ausgelöst. Du stößt auf einen abgelegenen Übungsplatz. Deine Fähigkeiten schärfen oder deinen müden Geist ausruhen. Verliere 3 Mana und steige ein Level auf. Steht immer noch Label. Level 4. Flammenschwanz. Wenn diese Karte stirbt, etwas machen. Füge allen Feinden 1 Schaden zu. Ein nur. Ja, den kaufen wir einfach mal. Kombustikatze kaufen wir. Da ist nochmal Flammenschwanz. Ich glaube, es ist an der Zeit, Chamiauer vielleicht rauszuholen. Aber der macht 19 Damage schon. Wieso macht Infakitten minus 2? Hä? Füge dem Gegner links 12 Schaden zu. Aber wieso steht da minus 2? Okay, wir können Flammenschwanz eigentlich pushen, ne? Wenn wir irgendjemand verkaufen. Ich mach Chamiauer raus. Hol noch einen Schwanz hier. Ich hab den jetzt nicht hier? Was ist das für eine verbackte Scheiße? Wo ist der? Ich hab den doch gekauft. Das Mana ist leer. Ey, Mann. Da oben liegt er. Was soll das denn? Wie kann dieses Spiel so verbackt sein? Er ist einfach nicht hier. Wenn ich den jetzt kaufe. Fusionieren die sich? Nö. Ach, hat jetzt auch kein Mana gekostet oder was? Flimmerlux. Nicht kampfbedingter Schaden, fügt 2 Schaden mehr zu. Ja, das ist dann hier sowas. Effektschaden wahrscheinlich. Ne, den brauche ich nicht. Ja, Flamelion kommt jetzt weg. Mann, kauf ihn doch jetzt. Noch ein Flammenschwanz. Oder die hier. Wenn diese Karte stirbt, etwas machen. Gibt ein Kartenschild. Dann gehen wir jetzt auf Feuer Eis. Weil wir haben ja noch unser Perk hier. Wenn eine Karte ein Schild erhält, gibt ihr plus 3 ATK. Alle Karten kriegen Schild. Und ist das nicht sogar ein Beschwörungseffekt? Werden wir sehen. Nö. Aber ein Kartenschild geben ist sehr nice. Ein wandernder Bade bietet dir an, von deinen Taten zu singen. Eine Geschichte vom Ruhm oder ein Lied des Kummers. Ruhm oder Kummer? Ja, Ruhm natürlich. Kinkerlitz in Alten. Was haben wir? Ermächtigungskrone. Alle 7 Buffs verdoppelt die Boni deines nächsten Buffs. Warum hat dieses Skelett hier Hörner? Dann gehen wir hin. Kombustikatze können wir auch upgraden. Macht jetzt 4 Damage statt minus 2. Ah ne, er war das mit minus 2. Okay, dann können wir jetzt auch ein bisschen nach Eis ausschalten. Katzen mit Schild fügen 2x Schaden zu. Fügt Schaden mit ihrem LP zu statt mit dem ATK. Oh, das Eisdeck ist auch sehr interessant. Gibt allen Karten Schild. Können die 2x Schild haben? Das testen wir. Und wenn nicht, dann graden wir den halt ab. Und den Frostwut holen wir uns auch noch. Warte, wir verkaufen den Frostwut nochmal. Schneeschnurrer. Ja, das war dumm. Also, das hätten wir klar sein sollen. Alle kriegen Schild, sehr gut. Alter, wie habe ich denn da gerade Massenclear gemacht? Ein kompliziertes Rätsel, das in die Wand des Kolosseums gemeißelt ist, fällt dir ins Auge. Löse es für eine Belohnung oder einen Fluch. Opfere das, was dir am wichtigsten ist. Leere 3 LP, erhalte ein Kinkerlitzchen. Leere 3 Mana-Kristalle, erhalte ein Kinkerlitzchen. Ich verzichte auf 3 Mana-Kristalle, wir haben gerade 17. Mana-Fluss. Die Mana-Kosten sind zwischen 1 bis 3 randomisiert. Für alle Karten im Spiel. Randomisiert. So, dann holen wir uns den Frostwut. Katzen mit Schilden. Katzen mit Schild fügen mal 2 Schaden zu. Guck mal, jetzt macht Kombustikatze auch minus 2. Wieso das denn? Was check ich hier nicht? Da ist nochmal ein Frostwut. Ja, wir gehen einfach in den Kampf rein. So, der Kill ist jetzt hier tot. Bam, alles Schild und Attack verdoppelt. Und der hat schon wieder hier 0. Hä? Also das Spiel ist richtig verbuggt, auch jetzt bei Release.
Feuerkarten haben eine 50%ige Chance, mit einer LP wieder aufzuerstehen, nachdem sie zerstört wurden. Oh, yo. Ich hab das Gefühl, diese Rerolls arbeiten gegen einen, je weiter man vordringt. Nein, da war Frostwut, ich hab ihn rerollt. Na, weiter. Junge, die Bosse sind aber auch lächerlich. Die Ebene ist schwerer als ein Boss. Okay, Phase 2 auch geschafft. Wee, wee, wee. Da, Frostwut. Wen machen wir weg? Und dann machen die Kombus die Katze raus. Holen uns Frostwut. Holen uns jetzt nochmal den Flammenschwanz. Ja, weiter. Und wir hätten vielleicht umstellen sollen. Also ich check hier irgendwie manchmal gar nichts in diesem Game. Noch ein Relikt. Der Effekt Schaden zufügen werden verdoppelt. Katzen erhalten plus eine Attacke für jede andere Katze im Spiel. Spikes verursachen Doppelschaden, den Spikes haben wir gar nicht. Die Effekte Schaden zufügen werden verdoppelt. Ne, dann nehmen wir halt das Elixier. Für jede Katze im Spiel, what the fuck. Ja, jetzt kriegen wir auch wieder nur Karten, die wir nicht brauchen, ne? Jetzt hätte ich schon gern noch den Flimmerschwanz. Mal gucken, ob wir den nochmal irgendwie fusionieren können. Gibt dieser Karte LP als Bonus-LP für die Karte rechts daneben. Könnten wir eigentlich machen. Kriegt er Leben und hat potenziell noch einen Angriff mehr. Mit dem Schild halt noch dazu. Na, ja, die machen halt mehr als 4 Damage, ne? Mittlerweile. Ein Elite-Zauberer hat euch gefunden und will dich und dein Team fangen. Kämpfe um dein Leben. 21 Mana. Ja, wir können halt nichts upgraden, ne? Also hier fehlt irgendwas. Hier fehlt irgendwie, dass man so mehr so rumbilden kann. Mein Bild ist gut. Ich werde jetzt einfach mit diesem Bild bis zum Ende durchzocken. Es wird klappen. So, Elite-Magier. 2 Hits und er ist weg. So, ich baller jetzt einfach durch mit diesem Bild. Das steht. Da kann keiner dran rütteln. Oh, Level 5. Ich würde aber jetzt schon gern sehen, was Level 5 Katzen sind. Vulcato. Besiegt, füge allen Feinden einen Schaden zu. Ja, das ist ja einfach der Flammenschwanz. Füge allen Feinden einen Schaden zu. Was soll das denn für eine Kacke? Rache fügt allen Feinden einen Schaden zu. Etwas machen, wenn ein Verbündeter stirbt. Okay, das ist schon mal geil. Ja, wir verkaufen einfach den zweiten Flammenschwanz, den wir haben, oder? Und holen uns die Glühklaue. Und jedes Mal, wenn dann einer bis dahin stirbt. Und wir machen ihn als allerletztes sogar. Aber es hat nur einen Schaden, ne? Ja, scheiß drauf. Ich glaube, jetzt steht das Bild. Außer die Eiskatze mit 5 Mana, die macht noch was. Okay, solche Beschwörer-Builds sind... Ja, okay, da war der ein Schaden. Das ist der perfekte Counter gegen Beschwörungen. Für ein Eis, die 5er. Frostkato. Vernichtung. Ein Treffer tötet. Wenn sie einen Feind beschädigt, wird sie zerstört. Aha. Cephalokatz von Wasser. Opfergabe. Gibt der Karte ganz rechts plus 3 plus Prozent erleben. Opfere diese Karte, um etwas zu machen. Ja, wenn ich jetzt einen Slot frei hätte, würde ich die einfach kaufen und bam. Ja, ich meine, die können wir eigentlich wegmachen. Kristallis, die bringen gar nichts. Und dann mache ich so. Will ich bitte kaufen? Der Karte ganz rechts. Wollen wir den Flammenschwanz pushen oder die Glühklaue? Ne, die Glühklaue. Ja, plus 3 bekommen. Perfekt. Da ist nochmal eine Glühklaue. Holen wir uns. Da machen wir schon 2 Damage. Oh. Oh, guck mal, der hat auch Feuereis. Boah, die Glühklaue räumt aber auf. Holy shit. Wir könnten theoretisch die Glühklaue upgraden. Junge, wie ich reroll doch die ganze Zeit. Da war eine coole Karte, glaube ich. Also die sah cool aus zumindest. Da ist eine Glühklaue. Ja, für 5 natürlich. Natürlich. Dann geht's weiter. So, pures Eisdeck. Gar kein Problem. Und neues Relikt. Frorene Essenz. Zu Beginn des Kampfes erhalten alle Katzen ein Schild. Oh mein Gott. Dann können wir sogar das Eis aus unserem Deck rausnehmen, weil wir haben ja diese Katze hier, die haben wir nur, damit die Schild kriegen, wegen unserem Relikt. Wenn eine Karte ein Schild erhält, gibt ihr plus 3 ATK. Und jetzt haben wir bekommen, zu Beginn des Kampfes erhalten alle Katzen ein Schild. Das heißt, die kann weg. Die brauchen wir aber, damit die Katzen mit Schild dreimal mehr Schaden machen. Ja, gucken, dann können wir eigentlich gleich eine Glühkatze machen zur Fusion. Wir rerollen jetzt, bis wir die kriegen. Da, Glühklaue. So, Schneeschnurrer kann weg. Glühklaue. Die fusionieren sich jetzt. Boah, fügt jetzt allen 3 Schaden zu. Geil. Haben jetzt 2 Slots frei, aber ich glaube, wir sollten trotzdem schaffen. Oh, wird wiederbelebt durch unser Relikt. Perfekt. Die Klaue macht jetzt die ganzen Beschwörer weg. Und nochmal. Ah ne, der. Weil er genug Leben hat. Ist das dämlich, ey. So, ab zum Boss. Flammschwanz. Oder wir holen uns den Flimmerlux. Das macht ja noch mehr Sinn. Okay, warte, wir verkaufen den. Weil nicht kampfbedingter Schaden
Das ist Rache. Macht dann jetzt 5 Damage. Dann noch ein Flimmerlux. Ja, 4 Damage plus 3 sind 7. 7 Damage, einfach nur, wenn einer stirbt. Der holt dann schon, der holt dann einfach den Boss komplett weg. Da ist nochmal ein Flimmerlux. Guck mal, wir können jetzt sogar einfach... Oh, dreimal mehr Schaden würde ich eigentlich gar nicht verzichten wollen, ne? Aber komm, wir machen pur Feuerdeck. Flimmerlux. Füge allen Feinden 1 Schaden zu, wenn besiegt. Guck mal, dann machen wir so. Tauschen die beiden. Machen den wieder ganz am Ende. Okay, weiter. Dann machen wir jetzt den Boss. Cthulhu. Der da oben ist die Karte einfach nur. Die da oben. Ja. Perfekt. Jetzt haben wir schon 2 Tower fertig. Letztes Mal haben wir mit dem Erddeck gewonnen, glaube ich, ne? Da brauchen wir jetzt nur noch einmal Wasser. Was noch? Wasser und Eis. Ja, na klar, Eis. Okay. Ey, lass ein Abo und ein Like da. Komm zu Twitch, da geht es weiter. Schau doch einfach auf die Links in der Bio. Okay und tschüss. Was soll das denn für eine Kacke?